Herzlich willkommen, lieber Fische, zu deiner neuen Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 14. Oktober bis zum 23. Oktober. Das ist die dritte Dekade Waage. Diese Legung ist ein allgemeines Reading und umfasst alle Bereiche in deinem Leben. Zu weiteren Informationen zu meinen Kartenlegungen findet ihr einen Link in der Infobox. Dort sind alle Hinweise aufgeführt. Wenn ihr neu in meinem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr dort mal reinschaut. Ja, wir beginnen gleich mal mit einer ersten allgemeinen Karte für diesen Zeitraum für dich, lieber Fischer. Eine Karte für den Fischer. Eine Karte für den Fischer. Okay. Der Narr. Okay. Etwas beginnt für dich ganz neu. Eine etwas chaotische Energie, aber leicht. Leichtes Leben, Leichtigkeit, Befreiung. Ja, also vielleicht auch eine etwas unreife Energie, etwas kindlich. Bist du gerade gestimmt, etwas naiv, aber auch vielleicht neugierig und gehst auf die Dinge offen und frei zu und fühlst dich irgendwie erleichtert auch, ja. Also frohgesinnt. Gucken wir uns deine allgemeine Situation an. Und ein neuer Zyklus hat für dich begonnen. Also wirklich, das ist die allererste Karte in der großen Arkana. Der große Kreislauf geht wieder los. Also hier zwei Karten. Einmal eine Personenkarte, eine Hofkarte, ein König der Scheiben. Das könntest du sein. Oder eine andere Person, die du gerade begegnest. Oder auch beides. Manchmal, also zieht man ja genau die richtigen Personen an, die man braucht, um gewisse Entwicklungsschritte in seiner Persönlichkeit zu machen, und vielleicht erfordert die Situation Wesensanteile, die dem König der Scheiben entsprechen, und eventuell kannst du diese Person in dieser Situation verkörpern oder dir hilft ein anderer Mensch dabei. Der König der Scheiben ist auf jeden Fall ein sehr bodenständiger Mensch, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, sehr realistisch denkt, sehr praktisch orientiert ist und ist auch eine eher verantwortungsvolle Energie, eine weise Energie, ist manchmal so eine Art Fels in der Brandung, ne? So eine Person. Ja, und daneben haben wir die vier der Scheiben. Das deutet auf einen inneren Frieden hin. Die Gedanken klinken alle zusammen und finden Ruhe. Und es fühlt sich alles recht vollständig an. Das deutet aber, dieser Zustand deutet aber auch auf einen gewissen Scheinfrieden hin. Eine Waffenruhe, ein Frieden wurde ausgehandelt, der nur von kurzer Dauer ist, eine Scheinlösung. Also es gibt auf jeden Fall Gedankengänge, Gedankenkonstrukte, die zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden müssen, die noch eine Lösung brauchen. Ja, das ist der Zustand. Und was war in der Vergangenheit los? Das Ass der Scheiben. In der nahen Zukunft gab es eine Situation für dich, wo sich eine neue Sicherheit eingestellt hat. Eine neue Stabilität spricht auch für Wohlstand, für finanzieller Zuwachs, für Familienzuwachs, für Ergebnisse auf der konkreten Ebene, auf der materiellen Ebene, und auf dieser Ebene hat sich eine neue Situation eingestellt für dich.
Und das ist der Grund mitunter, warum dich der aktuelle Zustand so beflügelt und du auch diesen Frieden verspürst. Ja, das ist ja wirklich ziemlich schön. Und in der Zukunft zehn der Scheiben. Dieser Zustand wird andauern. Ja, da wird es, du wirst es sehr wertschätzen, dieser neue materielle Erfolg, deine neue Stabilität. Und ich sehe da auch viel Genuss. Also du wirst diesen Zustand einfach wertschätzen und genießen. Okay. Ja, das sieht ja eigentlich total gut aus. Total harmonisch. Ja, schauen wir uns mal die vier der Schwerter an. Was ist das für eine Scheinlösung? Welche Kämpfe sind noch zu kämpfen und mit welchen Herausforderungen wirst du konfrontiert sein? Ja, okay. Ja, da haben wir einmal die Enttäuschung. Und ja, die Enttäuschung ist, dass man sich von einer gewissen Illusion, die man aufrechterhalten hat, gewisse Wertvorstellungen, Glaubensüberzeugungen, dass man solche Elemente, an die man geglaubt hat, dass diese Illusion sich aufbricht und dass man dann erkennt, dass hinter dieser Illusion ja kein Gehalt steckt. Und dann stellt sich so ein Gefühl von Enttäuschtsein ein, aber das kann halt auch, man kann auch von negativen Dingen enttäuscht sein. Also es ist auf jeden Fall immer besser, hinter der Illusion zu blicken und die Dinge klar zu erkennen, wie sie sind, auch wenn das dann erstmal im ersten Moment etwas schmerzhaft ist. Und der Liebeskummer kommt auch noch hinzu. Also da gibt es doch einige emotionale Konflikte bei dir, die mit dieser neuen Veränderung zu tun haben. Ja, du gehst dieser Problematik vielleicht auch ein bisschen aus dem Weg. Aber das gehört halt auch dazu, wenn sich etwas Neues aufbaut. Ne? Ich sehe hier auf jeden Fall einen aufbauenden Prozess. Das ist nichts Destruktives, nichts, was dich zerstören kann. Bloß wo Wachstum ist, ja, gibt es leider auch manchmal Schmerz. Ja. Vielleicht geben die Karten einen Hinweis darauf, wie du besser mit diesem Schmerz umgehen kannst. Was war denn in der nahen Vergangenheit los? Was hat zu dieser Enttäuschung geführt?
Querschläge. Ja, diese Karte spricht von äußeren Einflüssen, die ein in die Quere kommen. Ne? Also das sind äußere Einflüsse, die einen in die Quere kommen, die einen verwirren, die seinen Plan auch ein bisschen durcheinander bringen und mit dem man einfach nicht gerechnet hat. Und das kann einen ganz schön zermürben. Das kann sich natürlich jetzt auf wirklich vieles beziehen. Ja, aber das sind halt überraschende Wendungen von außen, die ja dich verwirrt haben. Und auf der bewussten Ebene ja, Ja, also dir ist schon klar, dass es sich hier um einen Wandlungsprozess handelt. Das ist der Tod. Das sind Wandlungsprozesse, Transformation. Und hat viel mit dem Ast der Scheiben zu tun. Also da verändert sich gerade viel in deinem Leben. Und das ist dir bewusst und das empfindest du auch als großen Sieg. Das findest du nicht nur richtig gut, das gibt dir sehr viel Selbstsicherheit und Genugtuung auch. Und du empfindest es so, dass du einen gewissen Triumph feiern kannst. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein etwas bitterer Triumph ist. Das spielt irgendwie so eine Bitterkeit rein. Vielleicht sowas wie, ich hab's doch gleich gewusst. Oder so, oder ich hätte es mir ja denken können. Ja. Schwierig. Merkwürdiges Reading. Schwierige Situation. Ja, entschuldigt mein Nachdenken darüber. Also, dass ich dafür so jetzt so lange brauche. Im Unterbewusstsein hast du die Freude. Im Unterbewusstsein ist viel Geselligkeit da und die Bereitschaft, deine Gefühle auszudrücken und die auch zu teilen. Gefühle im Überfluss sind da, positive. Diese Transformation. Ich blick das noch nicht so ganz. Also, was ist denn in der nahen Zukunft? Der Turm. Okay. Ja, es sah hier jetzt alles total gut aus. Und hier wird es super ernst. Also das ist, da sehe ich eine große Diskrepanz. Und spricht halt wirklich für eine große Wandlungsenergie. Also du bist da gerade in einem großen Kampf mit dir selber und ich glaube, du möchtest diesen Kampf gar nicht führen. Dass du den total aus dem Weg gehst, das erkenne ich durch die vier Schwerter und den Narr. Es passt halt überhaupt nicht mit dem zusammen, was hier bei dir los ist.
Also hier gilt es wirklich darum, geht es da für dich darum, dich von alten Überzeugungen zu lösen und auch und dich mit dem Schmerz zu konfrontieren. In der nahen Zukunft hast du den Turm. Der Turm. Ja, zwingt einen dazu, ihn einzureißen. Man ist über lange Zeit in einen Turm gefangen und muss diesen einreißen, damit man sich von ihm lösen kann. Und das kann am Ende sehr befreiend sein, aber nicht in dem Moment. Da geht es halt darum, sich von Überzeugungen, die einen nicht nutzen, noch vielleicht auch noch nie genutzt haben, die zu erkennen und sich aktiv auch aus den Ketten zu befreien. Und das ist natürlich ganz deutlich mit der Enttäuschung verbunden. Etwas, woran du geglaubt hast, funktioniert nicht, oder? Und vielleicht erkennst du auch, dass es noch nie funktioniert hat. Aber ich spüre auch, dass du auch optimistisch durch diese Erkenntnis bist. Da ist nicht nur Schmerz, dieser Herzschmerz, der kommt dir da vielleicht in die Quere, den wirst du spüren. Aber das ist nicht die Grundlage deiner emotionalen Welt. Die Grundlage ist die Freude. Da bist du eigentlich total optimistisch und hast Freunde um dich rum, auf die du dich verlassen kannst. Und fühlst dich gesellschaftlich, also gesellig, sozial eingebunden und gut aufgehoben. Also da hast du Unterstützung. Ja, aber diesen Wandlungsprozess mit dem Tod und dem Turm und der Enttäuschung, das ist schon ein heftiger Brocken, woran du an dir arbeiten musst. Dem kannst du nicht aus dem Weg gehen, das wird passieren. Ja, gerade die großen Arkana sind Entwicklungsschritte, die man nicht verhindern kann. Die kommen, die sind auch, die sind, finden auf einer sehr hohen Ebene statt, auf einer übergeordneteren. Ja, wie ist denn deine Einstellung dazu? Vielleicht kriegen wir da mehr Klarheit. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Reading. Oh wow, okay. Entschuldigt. Ja, da haben wir die sechs Scheiben, den Erfolg. Das passt sehr gut zu dem Sieg. Also das sind fast, also. Das sind sehr ähnliche Karten. Also du siehst da irgendwie handfeste Erfolge da drin und bist eigentlich total positiv gestimmt. Auch wenn das ganz schön eine schwierige Angelegenheit ist und groß. Aber vielleicht schaffst du es wirklich mit Leichtigkeit, mit den Nah auch diese Situation auf leichte Weise zu meistern. Ja, oder es könnte aber auch ein Hinweis sein, dass du das dir zu positiv etwas einredest. Das könnte natürlich sein. Ich sehe da halt, dass so ein Potenzial, das kann man halt auch destruktiv gestalten. Da würde ich dich bitten, das kritisch für dich zu hinterfragen. Da können die Situationen verschieden sein.
Aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Also das ist echt schwieriges Reading. Wow. Also. Ja, machen wir erstmal zu Ende. Vielleicht wird es ja doch am Ende noch klarer. Also, deine Umgebung. Was ist mit deiner Umgebung? Ja, die neun. Das passt dazu. Ja, da gibt es auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, sehr viel Unterstützung in deiner Umgebung. Und deine Erwartungen und Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen. Ja, okay. Mit einer Sache beenden. Ja, das könnte darauf hin. Du möchtest mit einem, also irgendwie möchtest du mit einer Sache beenden. Du möchtest, dass eine Sache aufhört. Und würdest am liebsten komplett dieser Sache den Rücken kehren und mit einem Schlag. Ja, und diese Karte warnt auch vor destruktivem Verhalten. Also, egal wie schwierig die Situation ist, versuche da einen konstruktiven, einen aufbauenden Weg zu finden, mit dieser Situation umzugehen und die Situation so, dich mit der Situation so zu konfrontieren, dass du einen Nutzen daraus hast am Ende, dass es einen Vorteil für dich ergibt. Weil das Wandlung und Transformation sind grundsätzlich positive Sachen. Und auch wenn der Turm unangenehm sich anfühlt, ist es einfach auch immer eine Form von Befreiung. Und die Verhaltensmustern, die einen nichts mehr bringen, die Ketten, die einen gefangen halten, die durchzubrechen und da rauszukommen, das ist einfach was total Positives und das hat nichts mit Selbstzerstörung zu tun. Ja. Ja, ich glaube, es ist so oder so. Ich glaube, einige von euch werden es so sehen und und andere von euch so. Also, einige werden durchaus den Weg, also es schaffen, das konstruktiv zu gestalten. Ja. Und einige vielleicht nicht. Es ist gerade, ja, schon schwierig. Schwierige Aufgabe, vor der ihr da steht. Und das Ergebnis? Okay, Arbeit. Handfestes. Ja, das passt ja natürlich hier rein. Ja, ihr werdet dann in eine sehr stabile Situation kommen, wenn ihr das geschafft habt, wo ihr Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, Pläne, handfest umsetzen könnt. Da geht es mehr so um kurzfristige Ziele, halt die Sachen so zu erledigen. Und das ist dann ja auch manchmal total schön, wenn die Dinge einfach so von selbst laufen, ne? Wenn man, ja, also Ziele einfach schnell umsetzen kann, wenn die Dinge einfach laufen. Jetzt, wenn ich das so sehe, glaube ich, ist die Gefahr doch gar nicht so groß, dass ihr euch in selbstzerstörerischen Verhalten aufhalten werdet, weil das ist wirklich nur eure Erwartung und die entspricht überhaupt nicht dem eigentlichen Ergebnis. Das sind sehr unterschiedliche Karten. Also keine Sorge, das wird
Doch eigentlich ist eure Einstellung doch sehr gut dazu. Und dann habt ihr noch den Narr auf eurer Seite. Ja. Also ich wünsche euch auf jeden Fall eine voll positive Wandlung und Befreiung von allem, was euch runterzieht. Und ja, das wird voll schön, auch mit den 10 Scheiben. Also, was gibt denn der Mond euch als Hinweis für diese Zeit? Hoch zwei. Ja, die Energie nimmt Fahrt auf. Ich glaube, bei Stier hatten wir das Gleiche. Die Energie nimmt an Fahrt auf. Ja, also wenn, dann ist hier super viel Energie. Und der zweite Rat, du bist gut genug. Ja. Du bist gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Selbstwertschätzung, Selbstliebe ist der Kern von allem. Und du machst da, glaube ich, auch gerade wirklich sehr wichtige Entwicklungsschritte für dich durch. Und ich hoffe, dass du mit diesem Reading viel anfangen konntest und dass es dir geholfen hat in deiner Situation. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Wandlungsprozess und viele positive Erfahrungen. Alles Liebe und bis bald.